Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bionic Dudes, unsere Robot Armory Mission. Wir hatten ja schon ein bisschen angefangen, hier unten einen Armor-Chest gefunden, ansonsten nur wenig Widerstand bisher. Die Hauptgruppe kommt hier wohl um die Ecke. Wo wir mal mit fröhlichen Granaten einfach einen Blick reinschmeißen, wobei ich, wenn ich jetzt reingehe, dann... Da komme ich nicht ganz hin. So. Kann ich nicht dahinter schmeißen? Nein, kann ich nicht. Laser-Bang. Oh. Irgendwie, der Computer hat mir das schon mal hin. Aber wer baut auch so ein Thunderbolt direkt neben dem Computerterminal? Ja, der Blasterbot hier schießt auf uns, stört uns aber nicht so sehr. Im Moment können uns eigentlich nur die Explosivwaffen was, wenn ich das so mal revidieren darf. Da oben ist noch ein Thunderbot. Ist da irgendwas, was wir brauchen? Schwer zu sagen. Die Dinger explodieren ja sowieso, sobald man mal nicht hinguckt. Da ist noch ein Fuel Tank. Ich glaube, ich gucke mal erst eben in die Tür, bevor ich den kaputt mache. Command-Bot. Ich bin ja fast versucht, das Spiel nochmal auf schwerer neu zu starten. Im Moment erscheint es mir doch etwas zu sehr unvorsichtiges durchzurennen zu sein. Weiß nicht, ob das jetzt liegt, weil wir einen guten Run haben oder weil normal vielleicht doch dann etwas zu einfach ist für meine Verhältnisse. Wir gehen hier erstmal nach unten. Was ist das da? Eine falsche Mauer. Da Maschinen dann ein bisschen durch. Und dann haben wir noch eine Tür. Da Maschinen wir ganz auch durch. Da war wohl wieder ein Thunderbot. Oh, da ist auch einer. Ich skip mal. Und die begrüße ich mit einem Bums. Und einem Laser. Und das ist echt stark. Ich wechsle trotzdem mal eben, einfach um ein bisschen Muni zu sparen. Und diese Command-Bots, die kann man ja auch so ganz gut ausschalten. So, wir haben Loot gefunden. Ein MK3 Emitter Matrix of the Phoenix. Und hier unten ist noch eine Tür und eine Falle, die uns aber gar nicht stört, weil der Sand... Oh. Der ist ziemlich nah dran. Das könnte böse enden. Ich glaube, da kriege ich jetzt auch gerade keine Distanz. Oh. Okay. Das hat keiner gesehen. Ich werde es nicht kommentieren. La 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 la. Soll ich mal einen Tipp geben? Wenn ihr mal Minen rennt beim Wegrennen, legt die nicht direkt vor euch. Tja, wenn uns das Spiel nicht schwer genug erscheint, dann machen wir uns einfach das Spiel schwerer. Wir sind da ganz, ganz flexibel. Jetzt muss ich die ganze Runde ohne Sentry Trolls überstehen. Wie soll ich das denn machen? So ein Rummel. Ich muss ein bisschen rauszoomen. Ich sehe gar nichts. So, ein Terminal. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Noch mehr Terminals. Da haben wir einmal Loot verschenkt. So ein Rummel. Der Terminal ist hin. Da unten gehen wir gleich lang. Ich gehe nochmal hier um die Ecke. War da hinten nicht auch noch irgendwo? Hier oben hätten wir noch. Oh, das Level scheint groß zu sein. Das Level vor allen Dingen. Kommt die rheinische Art wieder raus. Hier am Niederrhein sagt man immer dat. Shield Recharge Station. Ja, die wäre cool gewesen, wenn wir noch einen Science Bot hätten, der nur angeschlagen wäre. Hey, ein Terminal, der nicht explodiert ist. Und den wir noch nicht hatten. Na, ich mache das vielleicht nicht mit dem der Siege Attack. Inzwischen am... Ne. Aber das kann ja eigentlich nicht der sein, der explodiert, weil... Steht sogar kein Anyone Say Poison Tester. Taster. Hat gebracht. Disable Random Exos Waffen. Wir haben keinen Rocket Launcher mehr. Und das auf Dauer, so wie es aussieht. Das ist natürlich jetzt sehr schön. Damit bist du ja auch nur fast komplett nutzlos. Das. Ui. Die machen 163 Schaden.
Überstehen wir eine Runde. Müssen wir nur mit den Granaten oder mit dem Plasma-Dingens hier? Können wir damit nicht irgendwo hinschießen, wo man nur die beiden trifft und vielleicht noch mehr ausrottet? Perfekt. So. Wir sind da ja ganz flexibel. Wir geben uns aber langsam die Muni aus. Also eventuell gehe ich mir gleich nochmal die Kiste da hoch. Aber ich gucke nochmal, wie weit ich komme mit dem... Extra Action per Turn, die brauchen wir nicht. Ich gucke nochmal, wie weit ich hier mit dem Maschinengewehr komme. Nein, möchte ich nicht. Ich meine, ich wollte zwar ein bisschen schwerer haben. Die sind gut. Die bestrafen einen durch nicht, einen das nicht aufpassen durch vorher explodieren. Das ist zu nah ran, oder? Das ist zu nah ran. So müsste gehen. So, hier unten ist noch eine Lootkiste, die schnappen wir uns. Nanomistemitter. Ui. Und Tür auf. Und hi, ich bin der Neue. Ich komme jetzt öfter. Eigentlich nicht, eigentlich räume ich hier auf. Blaster Master Command Bot. Da bemühen wir eine Granate. So, ganz türig hier ist schon fast. Mehr Bürogebäude als das Bürogebäude. Vielleicht sollten die mal umziehen. Hier können wir uns reinhacken und bekommen mal ein MK5 Nano Rifle Barrel of Extensions. Dann hier unten eine Tür und ein Terminal, der alle Angriffe vom Bots lahmlegt in der Nähe. Dann machen wir das auch, bevor wir den angreifen, dann schalten wir den aus mit unserem Maschinengewehr. Schauen wir mal hier rein, da ist ein Blaster Master, der nichts macht, weil wir einfach viel, viel, viel zu stark sind. Da unten geht's noch lang. Hi! Hier sind wir am Ziel. Okay, den müssen wir zerstören, um unsere Mission zu gewinnen. Dann haben wir hier noch einen. Ich gucke mal. Terminal. Da können wir doch bestimmt hier schön so ein. Geh mal einen Schritt zurück. Und hau hier einfach mal so ein Ding rein. Mission erfolgreich. Boah, die hält aber inzwischen von diesen Standardbots aber auch enorm viel aus schon, ne? Kriegt kaum Schaden. Wobei, da kommen bestimmt die Harten noch. Also wir haben ja noch einige Bots noch gar nicht gesehen. Ne? Ich geh nochmal da oben eben alles ausschalten. Hier mal eben rein. Vor den Full Tanks habe ich ja immer noch Respekt. Ja, nur nicht genug Respekt halt. Aber hat sich gelohnt, wir haben noch einen Improbable Shield Overcharger bekommen. Ich hätte die Reichweite von dem Full Tank doch eher checken sollen. Ach herrje. Es gibt einige Leute, die sagen das öfter mal Failbock. Ich weiß auch nicht, wieso das kommt. Wahrscheinlich sind die einfach nur neidisch. Ja, ich gehe mal raus, solange wir überhaupt noch Bots übrig haben, bevor ich die alle selber umbringe. I see your exos took a beating. Don't worry, engineers will take care of that. Oh nein, das kam mega Loot und wir haben ihn verschwendet. Aber was soll's? Orange, Orange hatte nicht mal. Oh. Da könnte ich jetzt den ganzen Abend weinen. Machen wir aber nicht. Boah, Fett Power. Und Fett Armor Attack. Tja. Da überlege ich glatt. Also müssen wir auf jeden Fall noch eine Road Factory machen. Die lohnt sich ja anscheinend echt. Jetzt hau ich mal hier rein. Und er bekommt dann. Damage Reduction Attack. Bip-bip-bip. Das und das nehmen wir raus und dafür habe ich das rein. So, gucken wir das noch hier rein. Und das auch. Machen wir die Matik.
Superman mal eben gucken. Der passt auch hier noch besser. Oh Mann. So, haben wir da irgendwas für die anderen? Natürlich nicht. Wen interessieren die anderen schon? Maxi, Trap Skill, kriegen wir das nicht noch? Ach, das habe ich letztes Mal schon übergelassen für den Science, ne? Ich bräuchte noch mal ein paar Propulsion-Teile. Das wäre ganz interessant. Deck damit der Action Computer. Propulsion. Ich verkaufe mal eben, was wir noch haben. Das wollte ich, glaube ich, letztes Mal behalten. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das behalte ich auch noch mal kurz und guck mal, was es so gibt. Für 1809 können wir uns ja hier schon mal. Das wäre schon mal eine Maßnahme, wenn wir das letzte Teil noch verkaufen. So, ich brauche was für Propulsion. Da haben viele noch Plätze frei. Aber da haben wir gerade nichts hier, außer das. Enorm viel Power, Regeneration, Traps und der wäre bei 3000. Ach, 4 Trap Skill. Das würde die Turrets, die wir bauen können, ordentlich verstärken, denke ich. Aber das lohnt sich, glaube ich, nicht, das aufzubewahren. So, ich möchte als nächstes in die Armory. Fange ich auch schon mit an. Und dann schauen wir mal rein. So. Das war natürlich schon ein Schlag, dass wir da jetzt die zwei so sinnlos verloren haben. Denn, ich gehe nochmal nicht in die Falle. Ach so. Ach, wenn ich in Deckung gehe, explodieren die. Oder auch nicht. Ach so, die zerstören alle Deckungen. Tesla-Bot. Schadenstechnisch ist der ja schon sehr stark im Moment. Ich wechsle nochmal eben. Open öffnet alle Türen im Level. Schön. Die nerven sowieso nur. So, hier haben wir einen Silence-Bot. Den hatten wir, glaube ich, nicht. Quietly redirects all incoming damage to an Alibot within 5 range. Eine ziemlich starke Flammenwerferwaffe mit Reichweite 3. Und er verteilt den Schaden auf naheliegenden Bots und zwar auch nur 45% Schaden. Da tun wir mal eben einen Totem-Schaden. Und wechseln auf irgendwas, was ein bisschen härter ist. Aber ich glaube, da haue ich nicht so ein Ding für raus. Mal 5 Felder, da sind die alle betroffen, ne? Da brauche ich eigentlich nur den Braten. Was macht denn am meisten Schaden? 300, 400, 2000. 2000 trottet sowieso alle aus. Na, warum nicht? So. Essential Turret hat schön unser Zeug gefressen. Und hält uns den Rücken frei, sehr schön. Disable Random Weapon brauchen wir nicht. So langsam kennen wir die Dinger, ne? Tesla-Bot, den können wir. Können wir sprengen und hier ist auch ein großer Loot-Container. Mal eben gucken. Was haben wir hier oben noch drin? Nichts. Da kommt noch so ein Silence-Bot. Da ist mal ein Tesla. Wir haben auch inzwischen eine enorme Reichweite damit, eine 10. Ich glaube, da schlagen wir die Sniper aber locker. So, ja, ich bleib mal da oben erstmal. Hier so die Ecke. Gucken, was wir so finden. Ein Thiefbot. Oh, immer wenn der uns angreift, verlieren wir ein Stück Munition. Das möchte ich nicht riskieren. Wobei der 92 Schild, da reicht auch ein Laser. Munition ist, glaube ich, noch ganz eine wichtige Sache. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir ja nachher gegen mehrere hundert Bots kämpfen müssen. Ohne aufladen zu können. Da können wir also nicht nur mit den stärksten Waffen rumrennen. Aber, so wie es im Moment aussieht, versuche ich erstmal hier schnell durchzukommen, damit wir dann nochmal den Hard-Mode testen können. Ach so, das ist so einer. Ja, die sind schon gut. Also, die kann ich mir zum Beispiel in Kombination mit dem Thunderbolt enorm fies vorstellen.
So, was haben wir hier? Ja, jetzt finde ich natürlich was, was alle Angriffe deaktiviert. Sehr schön. Ja, hi. Oh Gott, unser Assault ist ausgelöst. Jetzt wird das Spiel wieder spannend. Diese Explosion ist heftig, die hier verursachen. Okay. Ja, es ist jetzt gut. Ich verstecke mich doch gar nicht mehr. Wie viel Schaden? 47, 62. Ah, die schießen aber auch nicht auf uns, solange Kava auch nur in der Nähe ist. So, das ist natürlich der Nachteil, wenn man so darauf bedacht ist, einen starken Kämpfer zu machen. Wenn der mal ausfallen sollte, weil man gerade was übersieht. Oder die Funktion der Thunderbots noch nicht so ganz begriffen hat. Oder einfach mal nicht beachtet hat. Dann hat man erstmal ein kleines Problem. Aber man sieht hier jede kleine Fehlentscheidung. Also man kann... Es verleitet ziemlich, hier gedankenlos rumzurennen, aber... Es rächt sich auch schnell. Sehr schnell. Na, warum kann ich nicht schießen? Ja, die Pistole. Ach, die hat nur so wenig Reichweite. Nein! Okay, wird auf, also die wird auf jeden Fall noch spannender, die Mission. Und mit unserer halb besiegten Truppe verabschiede ich mich auch für heute. Ich jag da noch, ne, kein Dings rein. So, er kommt in Wielding Rage erreicht. Wir haben ja unseren Ninja noch, solange der lebt. Ha! Solange der lebt. Komm, einen noch. Dann müssen wir jetzt halt mal ein bisschen wieder vorsichtiger spielen. Aber ist ja schön. Hier kassieren wir noch einen Stealth-Generator Bay. Stealth haben wir hier wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht, hat der welche verbraucht? Egal, lohnt sich nicht. Sparen wir für den Ninja. Ja, nächstes Mal machen wir die zweite Hälfte der Armory, wobei ich glaube, es ist gar nicht mehr die Hälfte, ist nur noch ein Viertel. Und hoffen, dass wir zumindest die beiden noch durchkriegen. Ich sag bis zum nächsten Mal, euer Shumok.